Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Shakes and Fidget Informationsvideo zum Elevator mit den allgemeinen Informationen, falls ihr den Elevator noch nicht kennt, und mit den speziellen Informationen, was sich in diesem Elevator anders spielt oder was neu hinzugekommen ist gegenüber dem ersten Mal. Bevor es aber losgeht, nochmal der Hinweis: Gleichzeitig kam auch ein Video mit meinen Creator Codes für W56 und für den Elevator allgemein, wo ich mich freuen würde, wenn ihr diese Creator Codes nutzt. Das Video ist zwar in Englisch, aber das Wichtigste ist sehr klar verständlich. Kommen wir also zum Elevator. Der Elevator ist im Prinzip gleich geblieben. Ein Fahrstuhl mit 500 stärker werdenden Gegnern, die ihr persönlich angreifen könnt, die ihr einmal besiegen müsst für bestimmte Belohnungen, aber auch für Höllenmarken. Das Ziel ist es, mit eurer Gilde die meisten Höllenmarken auf eurem Server zu erspielen über den Zeitraum von 10 Tagen, um auch dort Belohnungen zu erhalten, möglicherweise sogar Profilbilder, die 60 Tage dann gültig sind. Jeder Kampf kostet eine Schlüsselkarte, die alle 30 Minuten neu generiert wird, also eine. Sollte man keine zur Hand haben, kann man Pilze nutzen. Alle 24 Stunden werden 20 Etagen zurückgesetzt, dadurch wird man diese 20 Etagen neu besiegen können, um neue Heldenmarken zu erspielen. Und da gebe ich euch den Tipp: Versucht gleich am Anfang, am ersten Tag, so weit wie möglich zu kommen. Gebt auch gegebenenfalls als Free-to-Play-Spieler ein paar Pilze aus, denn die höchstmögliche Punktzahl an Höllenmarken erreicht ihr im Prinzip nur, wenn ihr schon von Anfang an so hoch wie möglich dasteht. Neu hinzugekommen ist Belzebubs Emporium. Dort kann man Schleckereien kaufen. Die ersten drei angebotenen Schleckereien kann man für Höllenmarken kaufen. Danach kosten sie Pilze. Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Schleckereien, die eure Kampfkraft positiv beeinflussen kann. Wenn man sie kauft, wird sie sofort verzehrt. Man kann keine Schleckereien gleichzeitig nutzen. Ganz wichtig, wenn man eine zweite isst, verfällt die erste Schleckerei. Das ist also wichtig, die Information für euch, dass ihr da nicht irgendwie aus Versehen wie beim legendären Dungeon versucht, mehrere Effekte gleichzeitig zu haben. Das geht nicht. Und neu ist auch die Höllenmarken-Sammelaktion, die euch auch im Belzebub oder durch den Belzebub nochmal täglich belohnt. Die Höllenmarken, die aus einem Kampf gesammelt werden, werden in dieser Sammelaktion nochmal speziell gezählt. Sobald du genug Höllenmarken gesammelt hast, überreicht der Belzebub eine Belohnung und die nächste wird freigeschaltet. Du kannst pro Tag maximal 8 Belohnungen erhalten. Da müsst ihr euch natürlich anschauen, was ihr für diese Belohnung machen müsst, was es ist. Dennoch ist es nice, es zu haben. Ich denke, dass sowohl Free-to-Play-Spieler davon profitieren, aber auch Pilzer davon profitieren. Und das bedeutet, ansonsten ist der Elevator gleich geblieben. Und der war ja sehr, sehr geil. Deshalb, ja, natürlich trotzdem die Info, die Gegner haben jetzt auch Elementschaden und Elementresistenzen. Beachtet das bitte, wenn ihr die Etagen angreift, was dort beim Gegner dasteht, damit ihr zur Not Waffen wechseln könnt oder Runen entsprechend einsetzen könnt, um dort auch Pilze oder Schlüsselmarken zu sparen. Haut auf jeden Fall rein, viel Spaß mit dem Elevator-Event. Und PS, Schlüsselkarten könnt ihr auch kriegen durch meinen Elevator-Code, unrizzle-hell. Das habe ich im anderen Video natürlich auch schon erwähnt, trotzdem wollte ich es hier auch nochmal machen. Viel Spaß!